Sommer, Sonne, Sonnenschein. Der Juli ist da und jede Menge Livestreams und deren Aufzeichnungen bei mir, bei Writing Bulm auf YouTube und auf Twitch. An diesem ersten Juli-Wochenende, am 6. Juli, am Samstag ab 20 Uhr bis mindestens Mitternacht, They Are Billions, Survival Zombie, Apokalypse. Aufbau, Strategiespiel, alles auf einmal und sauspannend. Einen Tag darauf, Sonntag, den 7. mit Gast Endless Space 2. Es gibt ein internationales Streaming-Event vom Publisher von Amplitude in Paris und deren deutschsprachiger Community-Manager Stefan Kaiser ist zu Gast und unser Co-Kommentator 4 Stunden lang Endless Space 2 ab 19 Uhr bereits bis mindestens 23 Uhr. Live bei mir auf YouTube und auf Twitch, hochelegante französische Science-Fiction-4X-Strategie. Etwas komplex, etwas fordernd, aber super elegant und super innovativ. 3 Tage später, Mittwoch der 10. Anno 1800 und mit Gast. Bastian Thun, der Community-Developer von Ubisoft Blue Byte, ist mit dabei. Ab 20 Uhr streamen Ivy und ich und Urun ist auch mit dabei. Anno 1800 bis mindestens 23 Uhr und im Blog zwischendrin von 9 bis ungefähr 21:45, 22 Uhr wird Bastian dabei sein, eure Fragen beantworten, eure Wünsche für die Entwickler entgegennehmen und so weiter. 3 Tage später, Samstag der 13., wieder They Are Billions und wieder ein Gast mit dabei, der Münchner Kulturwissenschaftler Rudolf Inderst wird unser Talkgast sein. Von 20 Uhr bis mindestens 24 Uhr streamen wir dieses Spiel und von 9 bis ungefähr 10, knapp 10, wird Rudolf mit dabei sein, der sich verdammt gut auskennt mit der Darstellung von Wissenschaftlern, von Wissenschaft und Technik in Computerspielen. Er hat dazu geforscht und wird mit uns über dieses Thema diskutieren. Finde ich sauspannend. Und ein weiterer Gast bei einem weiteren Stream, 5 Tage später, am Mittwoch, den 18. Juli, machen wir den Release-Stream für Warhammer 40k Gladius Chaos Space Marines, so heißt der neue DLC für dieses 4X-Rundenstrategiespiel in der Warhammer 40k Science-Fiction-Welt. Lorenz Rummer, der deutsche Entwickler, ist höchst selbst mit dabei am Release-Tag dieses DLCs und wird mit uns zusammen dieses Spiel zocken. Ab 20 Uhr bis mindestens 23 Uhr. Dafür gibt es übrigens einen Community-Gutschein bei GamesPlanet, den ich für euch organisieren konnte. Ansonsten, falls ihr zur Gamescom nach Köln kommen möchtet, Freitag, den 23. August, führe ich wie im letzten Jahr auch schon eine Besuchergruppe unserer Community. 40 Leute, Maximum, mehr geht's nicht, letztes Jahr waren es 50, diesmal limitiere ich das, über das Gamescom-Gelände und führe euch zusammen mit Entwicklern, gebe euch MIP-Pässe in die Hand, mit denen ihr an langen Schlangen vorbeiziehen könnt, arrangiere, dass ihr Strategiespiele euch vorab schon mal anschauen könnt, mit deutschsprachigen Entwicklern darüber reden könnt und so weiter und so fort. Und außerdem streamen wir auch, kein Scherz, an dem Abend von 18 bis 19 Uhr. Da habe ich uns einen Streaming-Raum organisiert und im Takt von allen 4 bis 5 Minuten werde ich einen von euch gnadenlos vor die Kamera zerren und ihr habt die Möglichkeit, euch der Community mal vorzustellen. Daran müsst ihr nicht teilnehmen als Teilnehmer der Besuchergruppe, aber ihr könnt und alle anderen würden sich sicher freuen. Falls ihr da dabei sein möchtet, unbedingt schnellstmöglich ein Privatbesucherticket euch kaufen bei der Gamescom, weil das bekommt ihr von mir nicht. Und die werden in Kürze auch ausverkauft sein, diese Tickets. Das ist meine realistische Befürchtung. Holt euch da schnellstmöglich. Alle weiteren Informationen zu dieser Besuchergruppe und insbesondere dazu, wie man sich dazu anmeldet, und das sollte man auch bald machen, findet ihr in einem Info-Thread in unserem Community-Forum und den Link darauf wiederum in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Dann noch die große Frage, die vielen von euch auf den Nägeln brennt. Wann geht es weiter mit dem regulären Programm? Wann nehme ich das wieder auf? Und das wird in Kürze der Fall sein. Ich habe viel Zeit verwendet, um das Programm zu organisieren in den letzten Tagen, was ich euch jetzt gerade angekündigt habe. Habe viel Büroarbeit drumherum erledigt, habe mir zwischendurch auch noch eine Erkältung gegönnt, aber bin jetzt wieder auf dem Damm. Und in Kürze geht es wieder los mit Civ 6, mit den Mali und mit der Gute-Nacht-Reihe mit Anno 1800. Ihr Lieben, volles Programm. Ich hoffe, ihr seid dabei.